Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dustin Elysian Tale. Wir wollen uns jetzt mal die Sorgenwiese nochmal vornehmen und dort die letzten Secrets finden, hoffentlich. Da wir jetzt Doppelsprung und so weiter haben, gehe ich mal nicht davon aus, dass wir hier alles abschließen können. Okay. Ich sage mal, ich denke, wir sollten erst die nächste Fähigkeit abwarten, bevor wir hier die Sorgenwiese machen. Weil so wie es aussieht. Jupp. Scheinen wir hier auch erst alles nur zu kriegen, wenn wir die letzte Fähigkeit haben. Vielleicht können wir da den Staubsturm irgendwie mit diesen Luftströmen hier ausnutzen. Okay, dann verlassen wir die Sorgenwiese gleich wieder. Etwas enttäuschend, aber naja. Ja. Hoch und weg hier. Immer noch kein Durchgang wegen dem hier. So. Nochmal vorbei an den beiden Blitzzombies. Und ich glaube, dann werde ich das Wichtigste von der Sorgenwiese nachher offscreen machen. Aber die Berge hier kann ich abschließen. Blöd, dass ich nicht direkt mich hier hin teleportieren kann. Weil hier ungefähr müsste das gewesen sein. Deswegen gehen wir von oben nochmal zurück und porten uns dann raus, wenn wir das Rätsel gelöst haben. Weil wir haben ja in Schlammingen diesen Stein hier gefunden. So, machen wir es nochmal auf dem Weg zurück. Durch unser Heimatdorf. Oder durch das Heimatdorf von Jin. Der jetzt ja in Dust weiterlebt. Hier runter. Mal kurz gucken, wie viel Teleporter-Kristalle haben wir noch. 8. Einmal zurück. Den haben wir jetzt gerade ziemlich oft gekontert. Autsch. Okay, hier sollten wir wieder etwas vorsichtiger sein. Das hier macht doch noch ein Aua. Ups. So. Und ich sehe fast nichts hier in diesem Schneesturm. Einfach mal weg. Einfach weg. So. Na kommt, ein paar können wir von euch erledigen. Gebt wenigstens etwas Geld und etwas Erfahrung. Okay, Geld brauchen wir nicht unbedingt, aber Erfahrung ist immer eine gute Idee. So, hier geht's runter. Hier wollen wir nicht hoch. Na, ich sagte hier... Aua, das tut jetzt weh. Wegen meiner Ungeduld. So. Au. Hier lang wollen wir. Ey. Naja, das ist genau den... schnellen Dinger wollen wir nehmen, weil das ist ja der Weg zurück. Der Schnelle. Den bin ich schon ein paar Mal gefahren, weil ich hier das Secret hier an der Stelle verpasst habe. So, das bringt uns zum Glück schnell zurück. Hier wollen wir runter. Muss durch ein paar Gegner, frische Wölfe und so durch. Hauen. So. Hat einen guten Erfahrungsschub gegeben. Au. Jetzt.
So, sterben. So ist gut. So, hier oder beim nächsten müsste, glaube ich, das Fragezeichen, das Saturn-Symbol hier irgendwo sein. Hier ist ein Save Point. War es hier oder war es etwas weiter? Way, Level Up. Verteidigung höher. Ich glaube, hier war es, ja. Wieder ausschalten. Und sie hat Pidgeot stumm gemacht. Au. So. Und jetzt? Müssen wir jetzt hier knien und warten? Ja, es passiert tatsächlich was Komisches. Ja. Oh, wir sind in einem neuen Gebiet gelandet. Da hat Fidget recht. Every moment has a purpose, Fidget. You just have to dig deeper. Wie auch immer. Und die Musik hier geht nur, wenn wir laufen. Was ist das für ein Gebiet? Hilfe, wo bin ich hier gelandet? Okay, auf jeden Fall schon mal ein Käfig. Wen haben wir hier diesmal drin? Irgendwen, den ich nicht kenne. Und damit ist das hier auch abgeschlossen, ne? Und wir können uns hier raus teleportieren. Wo sind wir gelandet? Genau an der Stelle. Okay. Einfach weg hier. Zurück zum Teleporter. Und einfach nach unten. Wenn da der nächste Teleporter irgendwo ist. Ne, der nächste ist oben. Komm, geh weg. So, dankeschön. Na, aber runter geht's schneller als rauf. Denke ich mal. Deswegen gehen wir einfach runter. Ja, geht's auch schneller. So. Hier den Hang. Runter, das war der Lawinenhang sogar. Zum Glück kommen keine Lawinen, während wir hier den Berg runtergehen. Ah, da oben ist der Teleporter, sehr schön. Also weg von hier, ja. Ja, bitte. Was? Es fehlt immer noch etwas. Wollt ihr mich veralbern? Okay, da gucke ich bei Gelegenheit noch mal rein. Jetzt machen wir endlich mal, würde ich sagen, mit der Hauptstory weiter. Auf zum Dämmerlandbecken. Ja, Kapitel 5. Legende. Okay, das hier dürfte das Dorf der Mondblüter sein, genau.
Gut. Dann gucken wir mal, was für ein Ort wir haben. Wir haben. Halt! Who goes? Oh, it's you. Apologies, Mithrana. Please, enter. Okay. Wir wurden gleich schon mal erkannt. Und das hier scheinen jetzt echte Mondblüter zu sein, anders als Fuse. Und zwar eine ganze Armee von denen. Das ist nicht gut. We welcome your presence, Zen Mithrarin. Preparations for war are nearly complete. Ist das alles, was noch übrig ist? Also, es sieht beeindruckend aus, aber es sind wohl wenige. Surely you have more soldiers than this. Wahrscheinlich nicht. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated most Moonbloods from this land. We are all that's left. Ouch. How do you expect to win with so few soldiers? Wir haben Dust. We cannot. That's why we created Zen Mithrarin. You Dust will turn the tide. Well, no pressure or anything. Yeah. Yeah. Sind wir hier sicher? Garantiert nicht. Does General Gaius know of this place? I fear he does now. What? How? One of our own has been keeping an eye on you since your travels began. A merchant, Sereth. Yeah. Aha! I knew that creepy merchant was one of you guys. Das wussten wir alle. How did a Moonblood operate so freely in the Wildlands? He is a smart businessman. Deals in all the right places. Gaius's soldiers turn their gaze from him in exchange for free goods. However, no amount of bribery could cover up that Sereth was helping you to find us. And that's how Gaius found out. How much time do you think we have to prepare? Gar keine? Not long, I'm afraid. The whole purpose of Gaius's campaign is to wipe us from the face of this world. Once he knows of our final stronghold, he will send everything he has and destroy us. Was ist der Weg des flammenlosen Lichts? Was kann ich machen, um zu helfen? Erstmal fragen, was der Weg hier ist. I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? It is, yes. In ancient times, the Moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Sintok, and we wielded the knowledge to follow the way of the flameless light. Settle in, Dust. This could take a while. We Sintok harnessed a power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps, capable of piercing the darkness without so much as a spark. Well, obviously something went wrong, because we still have to build a fire every time Dust pulls out his map. Ganz toll, Fidget. Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Sintok fell, and that knowledge has been lost. Perhaps intentionally. All we know is that our kind were made as outcasts, and that has remained true for countless generations. For the longest time, we believe the Moonbloods were the only ones left who know of the way of the flameless light. But we were wrong. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons, stories of elaborate contraptions that seemed to defy the natural world. Weapons that sound identical to those of the Sintok in the most ancient of tales. Okay, also Gaius hat übermächtige Waffen. What kinds of weapons are we talking about? Arrows made of light. Machines that take to the sky like birds. And we're supposed to fight these things with your lamps. Nee, glaube ich nicht. I did not say it would be easy. Nobody ever does. Ja, Fidget. I did once, remember? Yeah, and you were wrong. arme Fidget. Was kann ich machen, um zu helfen? Well, I'm here now. Is there anything I can do to help? We are spread rather thin. Our chief engineer, Sonjin, is having trouble with our camp's support systems. Go and speak with him when you can. There is also the matter of our scout, Kier. He is not checked in for many hours. But with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party.
His patrol takes him east of our camp if you aim to find him. Okay, wir haben unsere Auftrag gekriegt. Dann gucken wir mal weiter. Aber erst einmal machen wir wieder einen Cut. Und da ist Ginger. Also bis gleich.